gegenüber den Kindern tut es sehr weh. Sie fragen ja auch immer, wann sind wir fertig, wann können wir in unsere Zimmer, wann kriege ich mein Zimmer, Papa. Das können wir jetzt natürlich leider alles noch nicht ermöglichen. Das bedeutet, dass Sie für 92.000 Euro ein Haus bekommen haben, das vielleicht 40.000 Euro wert ist. Der Weiterbau ist nicht zu finanzieren. Kriegen wir keine Unterstützung, müssen wir leider an die Privatinsolvenz denken. Und das ist total die Ruine für uns. Und bitte los. Ja, das ist deprimierend, ist das, ne? Überall wird gebaut, bei uns wird nicht gebaut, bei uns ist alles am Stocken. Man weiß nicht weiter, wie geht es weiter überhaupt. Und wir wollen natürlich in dieses Haus mit größten Wunsch natürlich, meine Familie und ich. Und ja, wir versuchen alles noch daran zu setzen, dass wir das auch schaffen. Ja, wenn man so jetzt das Haus gerade wieder sieht, so, dann ist es natürlich immer sehr schwer. Es tut schon innerlich sehr weh und es ist alles ein unangenehmes Gefühl auch gegenüber. Ja, diese Leute sind gewissenslos, diese Leute machen einfach so weiter mit ihren Machenschaften. Und ich hoffe, dass diese Leute vor Gericht, vor die Rechenschaft gezogen werden. Was willst du sagen? Im Grunde sind wir eigentlich ruiniert. Es ist natürlich auch so, wir hoffen natürlich, dass man da noch irgendwie Unterstützung kriegt. Kriegen wir keine Unterstützung, müssen wir leider an die Privatinsolvenz denken. Und das ist total die Ruine für uns. Bitte.
bitte. Ja, hier sind wir in der Küche. Ich habe auch eine Zeichnung mit von der Küche. Das ist jetzt von oben gesehen. Das heißt, in diesem Bereich, da wo das Fenster fehlt, wäre ein Teil der Küche und so auch zur Innenseite. Da wäre auch ein Teil der Küche. Das hätte schön winklig verlaufen sollen. Ja, leider bis heute nicht machbar, nicht drin, weil diese Leute nicht weiterarbeiten. Es ist sehr, sehr, sehr traurig, unser Haus. Ich denke, viele Familien zusammen mit dir wohnen, aber nicht schön, alles schief gelaufen. Und wir wollten gerne das oben Kinderzimmer von Dana und Nikolais Zimmer. Was machen wir gar nicht bauen? Traurig. Bitte? Ja, das ist eigentlich, tut eigentlich sehr weh. Auch gegenüber den Kindern tut es sehr weh, dass die Kinder jetzt, sie fragen ja auch immer, wann sind wir fertig, wann können wir in unsere Zimmer, wann kriege ich mein Zimmer, Papa, der Nikolai zum Beispiel. Die Dana fragt nach ihrem Zimmer. Sie möchte natürlich überall ihre Puppen haben, rosa, ihre Lieblingsfarbe. Das können wir jetzt natürlich leider alles noch nicht ermöglichen. Wir hoffen natürlich, dass wir das irgendwann ermöglichen können. Das ist natürlich unser größter Wunsch, auch den Kindern gegenüber, nicht nur für uns. Das ist natürlich total der Albtraum für uns, finanziell auch. Und wir hoffen natürlich, dass wir irgendwie an unser Geld rankommen, das, was wir zu viel bezahlt haben. Dass diese Firma dafür zur Rechenschaft gezogen wird und. Und bitte los. Kinder kommen. Vorsteine. Mau, da habe ich noch drei. Das war? Ja.